Okay, Jungs, na los, beeilt euch, es geht bald weiter. Ah, Hiroyuki Carter. Hi, nenn mich Hiro. Schön, dich zu treffen. Ich dachte schon, du und dein Fahrer, ihr würdet es nicht schaffen. Ich bin von Live, der Firma, die dieses Rennen sponsert, und ich leite das Event. Komm mit mir. Nun, vielen Dank. Ich bin total begeistert. Danke für diese Chance. Keine Ursache. Wir suchen immer nach neuen Talenten und ihr passt da gut ins Schema. Ihr wisst das sicher schon, aber macht es richtig in diesem Rennen und euch öffnen sich viele Türen. Kapiert. Wir enttäuschen dich nicht. Mich enttäuschen? Darum geht es hier gar nicht. Das ist eure Chance, Leute zu beeindrucken. Die Events meiner Firma sind die Eintrittskarte zu jeder Rennfamilie da draußen. Ihr wollt doch fahren, oder? Oh ja, das bedeutet uns wirklich viel. Wir haben unsere Rennen gestreamt, aber zwecklos. Ich glaube, niemand wartet auf Nobodies. Glaubt mir, zeigt der Welt hier, was ihr drauf habt. Und ihr bekommt Follower, ruckzuck. Wuppt das Rennen und eure Möglichkeiten und Followerzahlen explodieren. Wir tun unser Bestes. Hiro, mein Freund, es geht nicht um euch. Ich will legendäres Draufgängertum. Egal, ich muss los. Irgendein Rennen wartet auf mich. Dann viel Glück. Okay, vielen Dank. Es kann losgehen, Kumpel. Hals und Bein braucht. Brich dir von mir aus alles, was du hast. Nur fahr so gut wie immer und wir spielen bald in der großen Liga. Willkommen in der Stadt, die niemals schläft. In diesem Event wird New York von Rennfahrern übernommen, wie ihr es noch nie gesehen habt. Das ist keine Stadt, das ist ein Spielplatz für die besten Piloten und Fahrer von heute und morgen. Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu The Crew 2. Ich sag mit Absicht zurück, wer die Close Beta bei mir angeschaut hat, der wird das Rennen hier ja schon kennen. Also der Start wird wohl relativ gleich sein, ein bisschen hier. Man wird in die Familien eingeführt. Episode der diesjährigen Live Extreme Series. In dieser Saison treten talentierte Newcomer gegen bekannte Stars an und erhalten ihre Chance, all die Rennteams da draußen zu beeindrucken. Und glaubt mir, sie sehen alle zu. Und genauso wichtig ist es für sie, Spannung zu erzeugen, denn nur so halten sie die Fans bei Laune. Und darum geht es ja. Werde Rennfahrer, setz dich in Szene und sieh, wie deine Followerzahlen explodieren. Ja, okay, dieses Rennen sollte allen bekannt sein. Oh mein Gott. Oh, da zieht er ihn durch. Das geht ja mal gar nicht. Und Porsche verliert gegen Audi TT. Oh, der Nissan GTR. Macht ja aber auch ganz schön Speed. In die Luft gehen. Seht euch diesen Sprung an. Da habt ihr es. Alter, sind so geil, die Strecken hier. In diesen Main Events. Nein! Wow! Alter, das war eine Ecke, war die knapp. Ich hab gedacht, wir donnern da voll rein. Aber gerade noch so Glück gehabt. Oh, wir sind doch relativ weit vorne. Kurzzeitig mal. Okay, kurzzeitig mal hier total verkackt. Wollte ich schon sagen, waren wir mal weiter vorne, dann haben sie ganz schön aufgeholt. So, komm her, mein Freund. Ich weiß es gar nicht mehr damals. War da das Wetter gleich oder nicht? Oh, wir kommen auf die Brücke. Ich liebe die Brücke. Oh mein Gott. Das sieht so geil aus, wie das so transformiert. Aber irgendwie denkt man dann auch so ein bisschen, Alter, bin ich auf Droge? Was geht ab? Gib Gas, Junge! So, alles wieder normal. Und wir können mit dem Bötchen hier schön weiterfahren. So, irgendwie wird es mir gar nicht erklärt mit dem nach hinten gehen, aber ich weiß ja schon Bescheid von der Beta. Follower gewinnt man natürlich, indem man siegt, aber das ist nicht der einzige Weg. Mach einen spektakulären Stunt wie diesen und die Fans kommen in Scharen. Seht's euch an! Ja, da geht's wieder nach oben. 745 schon. Ja, die sind alle hier ganz schön nah hinter mir. Wir müssen nochmal den Boost reinnehmen. So, wann steigen wir ins Flugzeug? Ich glaube, da war der so spektakulär, der Übergang. Ich fand's vom Auto ins Boot rein gerade schon geil. Ah, guck mal, hier ist schon das Flugzeug. Hier transformiert sich die Welt, glaube nicht so.
zwei Drittel der Strecke liegen hinter uns und ich glaube, wir sehen hier gerade den neuen Star am Rennhimmel. Ja, ich probier's. Gib mein Bestes. Oh, die sind immer noch nah dran. Gar nicht so weit weg. So, oh doch, hier. Die Welt bewegt sich wieder. Für das große Finale legen wir noch einen drauf. Ah ja, okay. Also vom Auto zum Boot war es schon ein bisschen geiler. Aber nun gut. Bin mal gespannt, wie viele Rennen es von da gibt. Von diesen Extreme Rules. So ist das ja, schon geil, wenn es ein paar geben würde. Sein reicht nicht mehr. Man muss nicht also nur ein paar auf, viele. Sondern auch jenseits der Strecke glänzen. Und natürlich in den sozialen Medien Präsenz zeigen. Es ist eine einfache Rechnung. Je mehr Follower man hat, desto mehr kommen hinzu. Unterschreibe beim ersten Rennteam und das zweite wirft ein Auge auf dich. Schare Fans um dich und die Verträge flattern herein. Anders gesagt, einem Fahrer, der genug Follower anzieht, eröffnen sich neue Rennwelten. Wir nennen sie Disziplinen. Ihr werdet sie großartig nennen. Und ist großartig nicht das, was wir alle wollen? Also irgendwie schon letztes Mal beim Fliegen, weiß ich nicht. Da bin ich so weit hinten, aber ich kann auch irgendwie nicht aufholen. Aber es ist jetzt hier noch egal. Hier ist noch egal. Oh, 2000. Aus irgendwie da, plötzlich Platz 3. New York City war dies die Live Extreme Series Episode 1. Danke fürs Zusehen und folgt uns in den sozialen Medien. Yo, Twitter, Facebook, YouTube. Und mehr habe ich zurzeit gar nicht. So, wir müssen leider nochmal von vorne anfangen, aber nun gut. Diesmal kann ich auch ein besseres Auto auswählen. Hoffe ich zumindest mal. So, willkommen zum Motor Nation. War das letztes Mal nicht schon? Wir sind anonym. Cool, es ist jetzt offiziell. Wir sind doch Neuling. Wir haben groß abgeräumt. Wir müssen uns immer noch beweisen, aber das ist okay. Du weißt, wir haben es drauf. Und wir haben die Wahl. Boote, Flieger, eine Menge Autos. Das ist wie das größte Buffet der Welt und wir können überall einmal abbeißen. Es gibt Street Racing, Offroad, Pro Racing, Freestyle. Wir können mit jedem eine Testfahrt machen oder von mir aus mit allen. Wähl einfach, womit du anfangen willst und los. Herzlich willkommen zur Motor Nation. Oh, ist so viel. Womit sollen wir da wirklich anfangen? Ich denke mal, wir bleiben mal ein bisschen auf der Straße. Wir haben jetzt vier Möglichkeiten, die Sache zu bringen. Es ist deine Wahl. Womit sollen wir anfangen? So, wir bleiben mal noch kurz in Los Angeles. Damals habe ich da auch im Street Racing angefangen. Holen wir uns erstmal eine schicke Karre ab. Ja, wen haben wir denn hier? Ich heiße Latrell. Ich bin das inoffizielle Begrüßungskomitee für die Street Racing Familie. Wir tunen unsere Kisten, führen sie vor und fahren sie. Wenn sich das für dich verlockend anhört, musst du mir etwas zeigen. Ich leihe dir einen Wagen, aber fahren musst du selbst. Gewinnst du, bist du dabei. Denk daran, der ist nur geliehen. Keine Kratzer. Oh, ich will den Challenger haben. Aber leider kann ich da ja keinen auswählen. Noch nicht. So, nochmal den GT3 RS. Oh, keine Kratzer. Weiß nicht, ob es einen Bonus gibt. Letztes Mal haben wir es, glaube ich, mal nicht geschafft. Guck mal, die fahren auch hier voll langsam. Sie extra noch vom Gas runtergehen. Oh, weiß nicht, zählt das schon als Kratzer? Ich weiß es nicht. So, okay, das war... Ja, das war eigentlich kein Kratzer, das war eine Delle. So, tschüss! Guck mal, wie wir hier fahren, Alter. Da müssen ja Kratzer reinkommen. Komm, gehen wir zur Seite mit einer dicken Karre. Oh! Handbremse! Und dann rumziehen. Kann der Travis ja auch noch nicht. Die sind manchmal voll langsam. Wow, okay, der Kratzer war jetzt aber nicht von mir. Davon kann ich nichts. Hier rechts hinten an der Eckstoßstange. So, jetzt lassen wir hier den Profi vorbei. Oh, Profi. Okay, genau. Ich sollte nicht so übermütig sein.
Es kann mal schnell in die Hose gehen. So, eine Sekunde Vorsprung. Ah, auch nicht hier das Allerbeste, aber es ist zumindest mal ein Vorsprung. So, ja, fast schön gedriftet. Aber auch nur fast. So, der Travis, ja. So, einmal durch. War ja easy. Okay, du hast es geschafft. Komm mit. Ich habe etwas, das dir sicher gefallen wird. Oh nein. Ich möchte nicht geschlagen werden. Die Kratzer waren nicht von mir. Oh, da sind doch gar keine. Selbst da hinten nicht. Hätte ich ja noch brachialer fahren können. So, wir sind in der Street Racing Familie angelangt. Und jetzt dürfen wir uns ein schickes Auto aussuchen. Du bist echt gut gefahren. Du hast dir dein Ticket zum Spot verdient. Da hängt immer die Street Racing Community ab. Ich gehöre zu denen, die die Sache legal machen wollen. Falls du das auch willst, könnten wir uns ja helfen. Dieser Bursche hingegen will, dass wir auf der Straße bleiben. Er heißt Edgar Marquez, aber nenn ihn lieber Tio. Er ist hier der ungekrönte Champion, der König der Viertelmeile. Nimmst du es mit ihm auf, dann wird er das alles abverlangen. Auch das, was ich dir noch beibringe. Du hast Talent, aber das Können fehlt dir. Siehst du diese Autos? Eines davon gehört dir, als Belohnung für deinen Sieg. Die anderen bekommst du allerdings nicht so leicht. Du musst sie kaufen. Gewinne Rennen, erlange Ansehen und dir stehen alle möglichen Spielzeuge zur Verfügung. Drifter, Dragster, egal. Du musst fahren und gewinnen. Jetzt schnapp dir deinen Wagen und zeig, was du drauf hast. Ja, na dann. Oh, da hinten ist mein Name auf dem Plakat. Aber noch ganz unten. So, neue Disziplin, Street Race. Drift, Drag Race und Hypercars, aber halt nur, wenn wir die Kultränge erreichen. Konnte man damals in der Beta leider nicht erreichen. Also man konnte, glaube ich, kurz vor populär kommen, aber halt nicht aufsteigen. So, hier hat man noch schön ein Königseck gesehen. Da hinten, was steht denn da? Neuling. Ich Platz 1928, kann es sein? Okay. Haben so viele Leute die Gold Edition gekauft, damit ich schon hier schon mehr als 3200 Follower haben. Vor allem der eine da. 401, was ist das von Suchti? Klar, okay, man kann das Spiel quasi zu einem Zeitpunkt, wo ich aufnehme, schon 16,5 Stunden spielen. Da kann man natürlich schon ein paar Punkte machen, aber musste leider arbeiten. So, das habe ich damals echt nicht gesehen, Leute. Ich wurde ja im Nachhinein daher darauf hingewiesen, dass man, wieso ich zum Beispiel den Mustang nicht genommen habe oder den Audi TT. Ja. Laut Leistung soll sogar der Audi TT ein bisschen besser sein. Okay, der Mustang hat halt auch schon mal Höchstgeschwindigkeit bedeutend besser. Okay, von der Leistung her sollte der TT besser sein, obwohl er 20 PS weniger hat bei gleicher Höchstgeschwindigkeit. Okay, kann man hier noch irgendwie andere Sachen einstellen. Mustang ist schon geil, aber der TT eigentlich auch ganz cool. Aber ich würde mal sagen, ich nehme mal den Mustang. So, in welcher schönen Farbe gibt es ihn? Je nachdem, ich weiß nicht genau, wie viel man tunen kann, könnten wir uns schon mal gelb machen. Obwohl, gelb wäre eigentlich die Camaro zu Bumblebee. Ah, da weiß ich nicht, welche Farbe da ganz cool wäre. Klassisch schwarz, weiß ich nicht. Oder so blau. Ich denke mal, wir können es eh noch umändern. Dann lasse ich mal so ein bisschen blau. Das ist so ein bisschen dunkel. Was gibt es für Felgen? Ja, ist mir ein bisschen langweilig. Nehmen wir die hier. Und dann nehmen wir den Mustang GT Fastback. So, hier kommen ein paar kleine Aufgaben. Cool. Weißt du noch, wie wir unsere Karren pimpen wollten? Jetzt haben wir alles, was wir brauchen im Haus. Aber kein Flammenmotiv, okay? Ja, okay, bei Mustang. Flammenmotiv, naja, muss jetzt nicht unbedingt sein. So, wir können ja gleich nochmal hier einen Wegpunkt hinmachen.
Und eine Blitzreise. So, hier unser Mustang. Ja, die Felgen können schon ein bisschen cooler sein. Und dann... Hallo? Hallo? Sag mal, hackt's? Habt ihr das gesehen? Ich wollte gerade hupen, aber ich weiß nicht, wo die Hupe ist. Verdammt. Wo ist die Hupe? Ah, hier kann man so ein bisschen Minimap umschalten. Hier kann man die Sichten umschalten. Oh, geil. Ah. Okay, hört sich ein bisschen seltsam an. Bei dem Mustang. Wir können normal schwer machen. Wie kann ich das umstellen? Oder kann ich überhaupt noch schwer machen? Sieh sich einer den Neuen an. Glaubt, er kann absahnen und einfach rausspazieren. Ihr fahrt für Autos. Klar muss er danach zu Fuß gehen. Genau darum dreht es sich bei vielen von denen. Die Wagen, die Leute, die Party. Kein Wunder, dass die nicht legal werden wollen. Es dauert, bis mehr Leute so denken wie ich. Aber Zeit habe ich. Sieh dir nur diese Autos an. Ein verdammt geiler Fuhrpark steht da draußen. Aber weißt du, worauf unser Freund ein Auge werfen sollte? Auf den Unscheinbaren da drüben. Hä? Der macht nicht viel her. Muss er nicht, wenn er die richtige Art Monster unter der Haube hat. Und wenn ihr nicht aufpasst, frisst euch dieses Monster auf. Ja, den Fiat Abarth, den kriegen wir schon hier hinter uns. Hoffe ich zumindest mal. Letztes Mal hat es geklappt. So, nochmal hier durchschalten. Wow, deine Spießerschaukel war ja verdammt munter. So, oh, der rutscht aber ganz schön. Bisschen anders als der Porsche, aber wir können uns mal gut dran gewöhnen. Weil ich ihn jetzt in der Beschleunigung auch gar nicht so gut fand, aber klar, okay, ich habe jetzt als Vergleich. Ah, mein schönes Auto. Ja, super. Guck mal, zwar hinten zerkratzt. Okay, da habe ich doch nicht mal dagegen gefahren. Aber egal. Voll verkratzt, meine Freunde. Ein armes Auto hier, quasi die erste Kurve. Alter, was fahren die hier von Scheiß zusammen? Warte mal, nicht ins Wasser. Könnte vielleicht ein bisschen langsamer werden. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ja, doch ein bisschen. Wird schon langsamer. Hab ich jetzt alle überholt? Okay, nee. Vorne ist, ganz weiter vorne ist keiner mehr. So. Oh, da kommt das unscheinbare Monster. Oder das Schaf. Nee, da, der Wolf in Schafpelz. Nicht das Schaf im Wolfspelz. Also ich höre ihn schon wieder. Mega Turbolader drin oder so. Das hat er gerade mega rumgezischt. So, oh, wird die eng. Wird die eng. Okay. Ja, okay. Ich kenne mich natürlich hier auch noch nicht so gut aus. In der Stadt. Oh, what the fuck? Okay, das war zu spät. Ich wollte gerade dem folgen, weil der abkürzt. Was für ein Miesling. Und dann hat es halt nicht mehr gereicht. Geht's ja gar nicht. Alter. Guck mal, wo bin ich denn hier gelandet? Mitten in den Mülltonnen. Okay, ich muss, glaube ich, irgendwie auf der Straße bleiben. Latrell, ist so eine Ausstattung zulässig? Nichts davon ist straßentauglich. Das ist es ja. Wie willst du sie überzeugen, legal zu werden, wenn sie dafür so etwas aufgeben müssen? Oh, wo kommt denn die enge Kurve? Ich denke immer so, jetzt kommt sie und dann kommt sie nicht und dann denke ich nicht mehr dran und dann kommt sie. Steht da? Hier ist sie. Wo ich da ja schon mal dagegen gedonnert bin. Oh, ouch. So, hier unten kann man wieder ein bisschen aufholen. Ich bin jetzt noch gar, bin eigentlich noch ganz cool, also nicht groß gestresst. Die sind ja alle hier. Sind die alle zusammen? Ich sehe nur drei. Wo ist Platz 1? Wo ist der Fiat? Alter Falter, wo ist der hingedüst? Wollt ihr mich jetzt wirklich... Alter, wollt ihr mich wirklich verarschen? Ist schon so weit vorne? Gibt's ja gar nicht. Okay, es war viel zu schnell. Alter, komm, letztes Mal bin ich da viel besser gefahren. Gibt's ja gar nicht. Also irgendwie, ich muss ehrlich sagen, ich bin letztes Mal ja mit dem Mazda MX-5 gefahren. Den fand ich schon besser.
Okay, der Mustang. Nichts gegen den Mustang, aber der rutscht ganz schön rum. Man spürt auch so ein bisschen, dass er so schwer ist. Da geht es so schwer in die Kurve und dann fängt er rumzurutschen. Anscheinend sehr gefährlich. Eine sehr gefährliche Kombo. Okay, sollte auch nicht zu viel driften. So, wo war die Abkürzung? Nein, Mann, ich muss doch Dritter sein. Ja, okay. Bin immer noch nicht Dritter. Irgendwie... ich hab's schon wieder verpasst. Dritter! Oh, der eine fährt auch ein bisschen blöd. Ich glaube, da bin ich sogar Zweiter. Das gibt's nicht. Ey, komm, da fährt ein Audi TT mit, ein Mustang, was war noch dabei, ein Camaro, glaub. Und der Fiat Abarth macht uns platt. Wollt ihr mich wirklich verarschen? Ich muss ein neues Auto kaufen. Oh Mann. Aus Teilen, die wir fürs Tunen nehmen können. Also, immer her damit. Street Racing ist nicht neu. Es hat nicht mit uns begonnen. Einige sagen, es hat in den 20ern mit den Schnapsschmugglern angefangen. Sie mussten dem Zoll entkommen, also haben sie an ihren Autos rumgeschraubt, um schneller zu werden. Diese aufgemotzten Roadster und Stockcars? Da gibt es eine direkte Linie zu unseren Straßenmaschinen von heute. Und von den Fahrern zu uns. Ist das geil! Bisher hatten wir nur grüne Beute, aber die andersfarbige bringt noch cooleres Zeug. Ja, Leute, das mit dem Fiat gerade, das war doch gerade ein bisschen peinlich, oder? Ich muss das leider aufhören. Muss mich ins Bett legen, weinen, nochmal mein Leben überdenken. Und ja, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und ja, bis dahin wieder. Schauen und reingehauen.